Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich habe mein Versprechen aus der letzten Folge gehalten und habe einmal recherchiert, wo dieses komische Skaldengrab da ist und habe dabei herausgefunden, dass sich dieses Skaldengrab tatsächlich in Solstheim in der Region Morrowind befindet. Was bedeutet ein völlig anderer Kontinent? Was bedeutet, dass das eine von den Quests ist, die wir zum jetzigen Zeitpunkt also definitiv nicht in Angriff nehmen werden? Stattdessen habe ich jetzt hier die nächste ausgewählt. Nämlich, finde Rolf Diers Schild für Inkmund. Und das hat uns hierher geführt. Der Schild soll da oben irgendwo sein. Also gehen wir da einfach mal hoch. Hierher und nicht weiter. Ihr hättet nie herkommen sollen. Die scheiß Abgeschworenen schon wieder. Den machst du bitte mal. Ja, gut, ich mach mit. Ich muss hier noch einen Hexenrahmen töten hier. Also du bist nur ein ganz normaler. Dich kann ich auch ausschalten, das ist nicht so schlimm. So, aber du! So, ich wollte auch mal nachgucken, wo ich Just By herkriege. Der König. Nehme ich einfach mal mit. Vielleicht braucht das irgendjemand irgendwo ja dann mal. So, und ansonsten. Rolf Diers Schild. Heißt das, wir haben das Ding hier jetzt auch schon abgeschlossen? Tatsache. Wo müssen wir ihn hinbringen? In die Festung Untersteine. Da werden wir gerade noch so hinkriegen. Keine 3 Minuten in die Folge rein, haben wir schon die nächste Quest erledigt. Das läuft doch richtig gut. Und wenn wir dieses Verschiedene erstmal so weit abgehakt haben, dass wir wirklich sagen können, yo, damit sind wir jetzt fertig. Die tatsächlichen Quests, die wirklich auch einen eigenen Namen haben, die sind ja tatsächlich um einiges interessanter. Die erzählen ja dann tatsächlich auch die eine oder andere Geschichte. Deswegen will ich das ja jetzt hier gerade so abarbeiten. Und ich muss hier Wache schieben. Diese verdammten Abgeschworenen, die glauben, sie könnten in meiner Stadt auch schwören. Da dürfte jetzt auch nicht mehr viel fehlen. Wir bekämpfen sie dort, wo... Es hat sich herausgestellt, dass Malanach der wahre Mörder von Markarth war. Im Namen der Stadt entschuldige ich mich hiermit für eure ungerechtfertigte Festnahme. Hä? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Egal. Ich habe etwas für euch. Rolf Diers Schild. Ihr habt das Andenken meines Vaters geehrt. Und zwar in einem Ausmaß, wie ich es gar nicht mit Worten auszudrücken vermag. Hiermit erteile ich euch die Genehmigung, Eigentum in meiner Stadt zu erwerben. Sprecht mit meinem Vogt, falls ihr Interesse habt. Und das hier ist auch für euch. Ein Geschenk aus dem persönlichen Fundus des Jarl. Danke. Eine Vulkanglasrüstung. Mein Jarl, was benötigt ihr noch? Na komm. An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel. Aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen können. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist und dem mindestens ein Haus in meiner Stadt gehört. Wenn ihr meinen Leuten helft und ein Haus von meinem Vogt erwerbt, mache ich euch zum Tane. Es ist mir eine Ehre. Nun denn, Kommando zurück.
Hilft den Einwohnern von Reach abgeschlossen. Kauf ein Haus in Markas. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu regieren. Ich bin Igmunds Onkel und sein Vogt. Ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Prächtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Hurra! Haus Vlindrell. Mein neues Anwesen. Ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Ich glaube, das sollte nicht das Problem sein. Natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Eine Schlafzimmereinrichtung? Sehr wohl. Ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Gut, dann... Und natürlich... Also, was muss ich das alles einzeln ausrichten? Wohnzimmerausrüstung? Ich werde alles nötig... Da hält. Und natürlich finden... Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Ein Verzauberungslabor. Sehr wohl. Ich werde alles Nötige veranlassen. Da helfe ich euch. Und natürlich... Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Eine Eingangshalle? Ich werde alles Nötige veranlassen. Da helfe ich euch. Und natürlich... Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Ein Kinderzimmer? Ich kaufe einfach alles. Alles Nötige da helfe ich. Und ich habe ja das Gold. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Mein Kinderzimmer durch ein Alchemielabor ersetzen. Ach so, das war eine Entweder-Oder-Geschichte. Ja, mach sehr ich. Wohl. Ich werde alles Nötige veranlassen. Okay, danke. Wenn das ihr war's. Das nächste Mal... Immer noch 36.000 Gold, ey. Werden eure neuen Einrichtungsgegenstände gut, euch an meiner Seite zu haben. Behandelt mein Volk gerecht, dann wird euch dieselbe Behandlung zuteil. Ich habe eurem Volk geholfen, ganz wie ihr mich gebeten habt. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Reach. Glückwunsch. Ich gewähre euch einen Huskarl, der eurem Haus vorsteht, sowie diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen über eure neuen Titel unterrichten. Sie sollen nicht denken, ihr seid Teil des einfachen Pöbels. Hurra! Ich habe die Klinge von Reach erhalten. Was auch immer das... Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu regieren. Gut. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern... Was ist denn da gerade markiert? Seht euch euer neues Haus an, jo. Wunderbar, genau da hatte ich nämlich drüber nachgedacht, dass wir das vielleicht als nächstes machen. Ja, so einfach kann es gehen, sich einen neuen Adelstitel zu besorgen, Leute. Einfach so und fertig. So, wo muss ich hin? Erstmal da runter, ja, okay. Hoch oder runter? Versuch schon mit hoch. Ja, hoch war richtig. Haus Vlindrell. Unser neues Eigentum. Sehr schön eingerichtet hier, muss ich ja mal sagen. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Jo, es ist schön für dich. Da ist eine Puppe, hier ist mein Verzauberungslabor. Ich suche gerade irgendwo eine Truhe. Wir werden doch hier irgendwo eine Truhe haben, oder? Hier steht eine. So, da soll nämlich die Klinge von Reach hin. Und was habe ich noch gekriegt? So eine Rüstung, ne? So. Super.
Okay, dann noch mit dem Kerl hier sprechen. Was benötigt ihr, mein Tane? Langes Leben euch, Tane. Ich bin ein Tane? Was soll das heißen? Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre. Ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Was macht ein Huskarl? Ihr seid mein Tane. Also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Okay. Bis später. Bis zum nächsten Mal. Du bewachst mein Haus. Da lang. Ist eigentlich tatsächlich gerade in meinem eigenen Haus verlaufen. Ist das nicht ein bisschen traurig? So, was steht denn noch so auf unserem Programm? Gut, das ist raus. Finde Helm von Winterfeste in Ingolhügelgrab. Da können wir ja relativ zügig über den Verräterposten hinkommen. Natürlich immer in der Hoffnung, dass uns nicht wieder ein Drache überrascht. Ich habe gerade vom Werwolf lese da wieder. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern, um die Gefährtenquest. Ja, da ist unsere Hauptquest als nächstes. Nach Winterfeste führt, habe ich mir gedacht, machen wir die Quest gleich mit, oder? Wenn wir eh gerade da sind. Das würde sich doch anbieten. Dann können wir den Werwolf auch noch ein bisschen nutzen. Der ist ja tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ich wollte aber nachschauen, wo ich Just Buy herkriege. Da brauchen wir noch 15 Stück von. Trolle kommen immer im Zweierpack. Oh, da ist auch noch ein Schiff. Vor Anker gerade da. Interessant, dass er das nicht abspeichert hier. Aber na gut. Zumindest sind wir schon mal da, ne? Ich muss mich gerade mal etwas anders hinsetzen, sorry. So, der Helm ist ja tatsächlich sogar ganz in der Nähe, oder? Das ist echt nicht weit weg. Na toll. Okay, das heißt, es gibt noch einen zweiten Eingang, ja? Dass er das deswegen nicht gespeichert hat. Der Sau, sagt er. Na gut. Dann gucken wir mal, was? Ja, wahrscheinlich von... da oben dann irgendwo. Vielleicht auch unter Wasser. Ich wollte jetzt nur mal schnell... Ja, hi. Das Schiff mir hier einmal noch speichern. Wenn wir gerade in der Nähe sind. Was ich auf der Karte habe, habe ich auf der Karte. Egal, ob ich da jemals wieder hingehe oder nicht. Das ist zumindest schon mal so. So, das Wrack der Winterkrieg. So eine wirkliche Hilfe im Kampf ist der nicht, oder?
Der hat doch schon wieder aufs Maul gekriegt, der Roggi. Das wird langsam ein bisschen traurig, mein Freund. So, ich guck einmal unter Wasser. Nein. Da kann man gar nicht großartig tauchen. Dann gucken wir hier oben mal. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Gräbertechnisch eingezeichnet hier. Und zwar da. Hier irgendwo. Das Ingol-Hügel-Grab, das ist doch das, was wir suchen, oder? Jo. Ingol und die Meeresgeister. Oh, sind das nur die zwei Seiten hier? Na dann. Wasser und Sekunda zogen über Iskramors Mannen hinweg, als ihre Schar in Langbooten an der felsigen Küste von Kap Sarek landete. Sie waren von Admora nach Meret unterwegs. Die Küste war mit Booten übersät, doch Iskramor vermisste das Schiff seines Stammesbruders Ingol. Iskramor befahl den Meeresgeistern, seine Sippe freizugeben, und ein orkanartiger Wind verdunkelte den Himmel. Die See wogte und brauste, und ein wütender Sturm zog auf. Iskramor ergriff die Ruder und steuerte alleine in den Sturm hinaus. Draußen auf der See rang Iskramor mit den Meeresgeistern, und der Sturm trug ihn die zerklüftete Küste entlang. Zweimal 14 Tage kämpfte er unablässig, bis der Sturm sich endlich legte. Am nächsten Morgen fand man Ingols Langboot in der eisigen Brandung, doch die rachsüchtigen Meeresgeister hatten Ingol und die Mitglieder seines Clans bereits geholt. In seinem großen Kummer tötete Iskramor ein Dutzend Tiere und verbrannte sie zu Ehren seines gefallenen Stammesbruders. Ein Grabhügel wurde ausgehoben, gemäß den Bräuchen von Admorra, und Ingol wurde inmitten der Angehörigen seines Clans mit allen zeremoniellen Ehren zur ewigen Ruhe gebettet, weit unterhalb der Felsenwand von Kaprisarik. Sie waren die ersten Kinder des Himmels, die in Tamriel umkamen. Okay. Bin bereit. Jetzt also von der anderen Seite aus. Seht euch diese Steine an. Was? Wie er sich einfach selber unterbricht, ne? Auch geil. Ich weiß nicht, diese Irrlichter-Dinger gefallen mir nicht. Die sind leicht unheimlich. Und es ist hier entschieden zu ruhig. Das hier einmal kurz aufschlagen. Und dann Notizen zum Ingol-Hügelgrab. Als was für ein seltsamer Ort das Hügelgrab sich doch erwiesen hat. Ich hatte noch nicht sehr viel davon erkundet, als ich auf diesen reich verzierten Raum und das Tor stieß, das mich davon abhielt, tiefer in die Krypta vorzudringen. Ich gebe zu, ich bin erleichtert. Bei diesem Ort überkommt mich die Angst vor dem Reich des Vergessens. In diesem Raum gibt es einige Inschriften.
Ich werde versuchen, sie abzuschreiben, damit ich in der Akademie etwas vorzuweisen habe. Alles war, wie es sein soll in Admora. Land der Wahrheit. Heimatland. Der Mensch auf dem Thron, so wie es sein soll. Der Walfisch im Meer, so wie es sein soll. Der Adler am Himmel, so wie es sein soll. Die Schlange im Grase, so wie es sein soll. Trauer. Die Meeresgeister raubten Ingol, den geliebten Segelbruder aus der Flotte Admoras. Und nichts an Land, im Himmel, auf dem Meer, würde je wieder werden, wie es sein soll. Faszinierend, dieser alten Nord. Was es hier wohl sonst noch für Geheimnisse gibt? Gewiss kann es nichts schaden, noch ein klein wenig weiterzugehen. Und hier gibt es einen Hebel, der sicher das Tor öffnet, das den Durchgang versperrt. Gibt es? Wo? So, die Schlange, der Walfisch und der Vogel. Der Mensch auf dem Thron. Was? Der Walfisch im Meer. Mensch auf dem Thron haben. Oh, warte mal, der Mensch auf dem Thron. Gedacht, dass das was bringt. Die beiden hier wieder austausche. Und mich dann auf den Thron setze. Oder den Hebel ziehe von mir aus auch. Ah, okay. Das war die Kombination. Die Ohren sind relativ unwichtig. Ich habe so viel Geld, ich brauche nicht mehr gezielt nach irgendwelchem Zeug suchen hier. Bei Ismir, das ist beeindruckend. Es ist auch nach wie vor viel zu ruhig. Sind hier keine Gegner? Ich habe mit Rauga gerechnet. Aber irgendwie will sich hier nicht so wirklich was offenbaren. Okay. Das hat es jetzt nicht so ganz gebracht, hast du gemerkt, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir bald Ärger kriegen. Oh nein. Oh nein. Okay. Ich mache jetzt mal was heißt, ne, warte mal. Ist hier irgendwo was eingraviert?
So, der Walfisch. Nee. Das sind mir zu viele Kombinationen. Da muss es irgendwo einen Hinweis geben. Da müssen wir irgendwo einen Hinweis für haben. Hoffe ich. Vielleicht hier unter Wasser? Wir fahren unter Wasser noch eine Truhe hier. Auch nicht schlecht. Aber keinerlei wirkliche Hinweise. Und da oben wird auch nichts mehr sein. Okay. Dann also doch einfach ausprobieren, wa? Gefällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich. Weil ich sehe auch nirgendwo irgendwelche Hinweise. Na gut. So, gucken wir hier mal, ob wir hier die Schlange irgendwo haben. Trial and Error. Habt ihr noch ein bisschen Zeit, dass wir hier ein bisschen rumprobieren können? Wenn wir Glück haben, sind das nämlich immer nur drei mögliche Einstellungen. Es dauert dann nicht ganz so lange, wisst ihr? Denn irgendwann müssen wir durch Zufall das Richtige haben. Weiterdrehen. Nein, pack weg die Scheiße, ey. Das passt auch nicht. Der vielleicht? Wahrscheinlich auch nicht. Hier ist ein weiter, ne? Da ist die Schlange. Na toll, hat der äußere Ring also noch mal mehr Möglichkeiten, ja? Dann dauert es natürlich etwas länger. Trial and Error Stil und so, ne? Das kann doch nicht wahr sein, dass hier nirgendwo ein Hinweis darauf ist. Mal ganz ehrlich. Vor allem, weil das ja wirklich anscheinend nur noch diese scheiß Tür zu sein scheint hier und dann.
Okay. Ui. Ein Drachenbrief, ja, das hatten wir lange nicht. Können uns aber auch nicht so wirklich was entgegensetzen. Die waren früher auch immer wesentlich gefährlicher. So, wenn ich mich hier auf den Thron setze, kann ich nicht, okay. Aber die Truhe kann ich durchsuchen. Den Helm von Winterfeste mitbringen, dass wir den jetzt noch zu Koria bringen können. So, kann man von dieser Seite die Tür vielleicht öffnen? Dass ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen müssen? Das wäre irgendwie... Ja gut, aber in der Zeit, wo ich jetzt danach suche, kann ich natürlich auch einfach wieder zurücklatschen. Den Schalter zu drücken bewirkt gar nichts. Hm. Okay. Dann gehen wir den langen Weg. Oh, ich hänge fest, das gibt's doch nicht hier. Die ist die Quest noch abgeben. Damit wir in der nächsten Folge dann wieder einen frischen Start haben. Und uns nicht erst wieder überlegen müssen, hä, wo sollte ich jetzt nochmal hin? Oder was mache ich gerade? Finde ich insgesamt nämlich besser. Zumindest im Moment, wo wir nur diese Mini-Quests hier machen und nichts wirklich Vernünftiges. Du schließt immer noch. Krass. Ja, haben wir mal wieder einen Drachenpriester geschnetzelt. Warum auch nicht? Kann man zwischendurch auch mal machen. Okay, wo muss ich jetzt hin? Auch zur Akademie von Winterfest. Ist das euer Ernst? Ja, das ist auch da, ne? Jo. Okay. Das heißt, das können wir auch nicht machen, dass wir tatsächlich gar nicht mehr viel zu tun haben hier. Das Schwert des Roten Adlers haben wir noch. Soljuns Grube. Und die Ruinen von Arken Tanz. Und ich gehe mal davon aus, dass das Letztere wahrscheinlich am längsten dauert. Das war auf jeden Fall Skyrim für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.